Heute möchten die Engel dir etwas ganz Besonderes schenken. Eine Visualisierungsübung für Hunde. Es kann natürlich dabei um deinen eigenen Hund gehen oder um einen anderen Hund, der dir vielleicht besonders am Herzen liegt. In jedem Fall solltest du dir sicher sein, dass du diesem Tier etwas ganz besonders Gutes tust. Bevor wir zur Visualisierungsübung kommen, möchte ich dir etwas ganz Besonderes erzählen. Hunde kommen im Ursprung vom Sirius. Auf dem Sirius wird der goldene Christusstrahl aufbewahrt. Dementsprechend tragen alle Hunde das goldene Christuslicht in ihrer Aura. Als Hellseher sehe ich um jeden Hund herum eine ganz strahlende goldene Aura, und die erfüllt und durchströmt ist vom Christuslicht. Ihre Aufgabe ist es, unsere Herzen zu eröffnen und uns auf die fünfte Dimension vorzubereiten bzw. unseren Aufstieg voranzubringen. Hunde sind von Natur aus fünfdimensional. Wenn du mehr über diese Wesen erfahren möchtest, kannst du dir gerne meinen Blog anschauen. Der Link zum Artikel über Hunde ist im Beschreibungstext. Wir kommen gleich zu der Visualisierungsübung. Und du guckst jetzt erstmal, dass du dir einen Platz suchst, an dem du garantiert ungestört bist. Stellst dein Handy ab, mach die Türklingel aus und nimm dir einige Augenblicke einfach mal jetzt Zeit für dich und deinen Hund oder den Hund deiner Wahl. Du setzt dich erstmal ganz ruhig hin und folgst gedanklich einfach deinen Atem. Du beeinflusst ihn nicht, sondern du lässt ihn einfach fließen, wohin er will. Und ich rufe, während du atmest, den goldenen Christusstrahl. Ich rufe ihn an, damit er deinem vollkommenen Schutz dient. Du spürst nun, wie goldenes Licht dich von oben durchströmt. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen stellst du dir vor, wie gelbes Licht aus deinem Herzen fließt und sich vor dir zu einer wunderschönen Kugel formt. Sende in den nächsten paar Ausatmungen weiter gelbes Licht aus und mache die Kugel dadurch immer größer und größer. Wenn du nun eine große, leuchtende, sonnengelbe Kugel vor dir siehst, dann rufen wir Erzengel Ariel herbei. Du siehst oder spürst, wie Ariel vor dir steht. Und nun rufst du jeden beliebigen Hund, den du bei dir haben möchtest, herbei. Es kann, wie gesagt, dein eigener sein oder einfach ein Hund, den du sehr liebst oder magst. Und du lässt diesen Hund nun in der sonnengelben Lichtkugel baden. Sei dir, während der Hund in dieser Kugel badet, ganz bewusst, dass Erzengel Ariel alles gibt, was der Hund braucht. Das kann Heilung sein, Entspannung, Vertrauen, Stärke oder jede andere Qualität. Einfach das, was der Hund jetzt braucht. Nun siehst du, wie der Hund glücklich, gesund und frei aus der goldenen Lichtkugel hervorgeht. Bedanke dich bei Erzengel Ariel, öffne die Augen und sei dir bewusst, dass du Großes bewirkt hast. Denn das hast du wirklich. Sei stolz auf dich, was du geschafft hast.
Im Übrigen, in meinem Blog findest du jeden Montag um 16 Uhr einen neuen Beitrag über die Welt der Tiere. Mittwochs und freitags gibt es auch Blogbeiträge, immer um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn du aufmerksam in meinen Blog hineinschaust, auch ich werde den direkten Link dort zusenden und einfach mal durchstöbern. Der Blog ist voll von interessanten, spannenden Beiträgen rund um die Erzengel und die göttliche Welt. Ich freue mich auch, wenn ich dich mal persönlich kennenlernen darf in einer spirituellen Beratung oder meinen Seminaren. Ich wünsche dir eine gute Zeit und viel Spaß, wenn du immer und immer wieder diese Visualisierungsübung machst. Licht und Liebe, Udo Golfmann. Tschüss.